Schön, fahre ich hier mit dem Auto herum. Dummdi-dumm. Ich kann mich hier so umgucken. Papier und so. Ja, was ist denn mit dem Radio los? Wieder Scheißempfang hier. Drehen wir erstmal dran rum. Hier, machen wir erstmal hier, ne? Na ja, wir machen erstmal. Genau. Und, was zur. Was war. Was? Was war das? Komisches Flugzeug, glaube ich. Alter, ich bin blind. Oh. Viel zu hell. Ja. Infini Factory. Boah, ist das immer noch hell. Ah, endlich. Es wird besser. Ich stehe auf dem Fließband. Ja. Was nun? Oh. Au. Au. Ah. Oh. Was zur. Was geht hier ab? Ich verstehe es nicht. Ni hao. Nee. Hola. Hello. Ja, das kann ich so halbwegs verstehen. Okay. Und? Oh. Das denn? Tja. Okay. Build and remove blocks. Aha, aha, aha. Ich verstehe. Das kenne ich. Minecraft. Yay. Ja. Choose Jetpack. Okay, cool. Da liegt einer rum. Was macht der da? I'm in control. This is my dream. I can wake up at any time. Klingt irgendwie nicht gut. Oh God, what? What was that? This isn't real. This is just a dream. I'm in control. Jesus. Irgendwie. That must be a 30-foot drop. This is just a dream. Time to wake up. Okay. Start und Stopp. Aha. Fabriken. In Fabriken kennen wir uns ja aus. Das kann ich. Hui, ding, 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 ding. Ja, so funktioniert das. Bauen wir mal das hier. Und. Jawohl, sehr schön. Okay. Die Tür da bleibt zu. Oh. Ich glaube, ich wollte da auch nicht raus. Nein. Hi. Was bist du denn für einer? Was sind das für komische Viecher? Kapier ich nicht. Sehen irgendwie merkwürdig aus. Und
Was machen die da? Das sieht alles merkwürdig aus. Ich will hier raus. Hallo, kann ich gehen? Ich will nach Hause. Wo bin ich hier überhaupt? Was ist das für ein Typ? Warum sitzt der da? Irgendwie ahne ich Böses. Boah, ja, ist gut. Ach, zur Schaustellung hoch 1000. Das sind die bescheuert. Stimmt mit denen nicht. Was wollt ihr? Hallo, ich will nach Hause. Ach so. Nee, verstehe ich nicht. Nein. Nein, tut mir leid. Keine Ahnung, was du gesagt hast. Jetzt fährt der einfach wieder weg. Oh. Hui. Hä? Okay. Essen. Food Pellets. Ah, lecker. Das? View Puzzles. Aha. So. Jetzt aber. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Und zwar zu Let's Play Infinifactory. Ja, wir haben gerade das Intro schön durchgemacht und das ist ein cooles neues Puzzle-Game, was ich im Internet gefunden habe. Und das wollte ich euch nicht vorenthalten und deswegen machen wir jetzt direkt Training-Routine 1 und fangen direkt an. Ja, worum geht's in dem Spiel? Um Fabriken. Irgendwie kennt man dieses Setting ja. Und ihr kennt das ja von mir. Ich mag einfach solche Puzzle-Games. Dieses Puzzle. Also hier, das ist so, man hat immer so einen gewissen Input. Das hier sind die Inputs und das sind Outputs. Da müssen jetzt hier 10 von diesen Blöcken ankommen. Und hier seht ihr, welche Blöcke da reinkommen. Und der ist total einfach, weil der passt da drauf, aber der passt nicht da drauf und der passt nicht da drauf. Deswegen müssen wir uns jetzt hier ein bisschen umdenken. Machen wir das Ganze hier so. Also. Gucken. Die kann man ja auch rotieren. Ah, auf Shift. Ah, alles klar. So. Jetzt würde ich nämlich sagen, wir machen das Ganze hier mal so. Und dann schon mal so. Und das funktioniert jetzt definitiv. Und der wird... nein, das funktioniert so nicht. Weil das Fließband hier wegfährt. Ich brauche andere Blöcke. Unknown. Stecken wir das Ganze hier mal einfach so aufeinander. Ja, das geht so nicht. Also das hier ist auf jeden Fall richtig. Ja, wupp. Genau, die gehen da durch, alles klar. Und der hier? Der müsste... wie müsste der denn? Bei dem hier hätte ich eigentlich am liebsten, dass das so, so funktioniert. So. Und dann
quasi dahin droppt und das dann hier so runterwirft. Gucken. Das sieht ja schon mal ganz passend aus, denke ich. Ja, genau, das funktioniert. Jetzt ist die Frage, kriege ich mich hier nicht so richtig hingedroppt? Aber so kriegen wir das hin. So, das funktioniert. Jawohl. Sehr schön. Das sieht nach einem vernünftigen Teil aus. Man kriegt jetzt am Ende von so einer Trainingroutine immer so zwei Scores, und zwar diesen Cycle und den Footprint Score. Der Footprint Score ist, wie viele Sachen man verwendet hat und wie viel Platz vor allen Dingen. Und der Cycle Score ist, wie lange das gebraucht hat. Ich denke, ja, das war gut. Ja, gut war das. Gucken wir mal. Jawohl. Block Conveyor. Conveyors are the most common tool used in the construction of factories and have one purpose, moving blocks with the least amount of effort. These are powered by deleted and should not be deleted under any circumstances. Awesome. Machen wir Trainingsroutine 2. Ja, es wird jetzt immer mehr. Also es gibt jetzt hier solche Wielder. Das ist die nächste. Packen wir uns das hier mal einfach. Also ich packe mir die mal auf 1, die Plattform auf 2, den Wielder auf 3 und den Wielder auf 4. Aber ich glaube, wir brauchen nicht alle Wielder. Jetzt hier so richtig sehe. Brauchen wir das? Das sind 5. Und hier müssten es dann auch 5 sein, genau. Und dann kann ich nämlich mit der 2 und dann der 3 packen wir da so einen Wheel dahin. Machen den da weg und dann können wir direkt starten. Und jetzt werden dieser Wielder, das habe ich schon gesehen, der schweißt die Blöcke zusammen. Aber irgendwie das funktioniert so nicht. Das funktioniert so überhaupt nicht. Das war gut gemeint, aber das funktioniert so nicht. Muss das so. Zack. Ja. Die schweißen die zusammen. Zack. Zack. Tada. Das sieht gut aus. Fand ich okay. Jo, jo. Läuft. Sehr schön. So. Ui, 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 ui. Hier. Block. Platform. Platforms are primarily used to support other tools and fill undesired spaces in your environment. However, like any inert block, they are also useful for inserting stalls and delays into your factory when used with conveyors. Meine Schwester wird mich jetzt umbringen, wenn ich dieses with sage, weil es eigentlich ein with ist. Aber irgendwie habe ich das voll im Blut. Die machen einfach gar nichts. Die sollen einfach nur verlangsamen. Und dann gibt es den Wielder. Wielders are concentrated, deleted energy to permanently attach adjacent blocks. Although, two wielders are required to create a wielder beam. More than two may be used to create complex wielding matrices. Both lateral and downward variants of the wielder are available. Ja, der braucht man immer 2 von und die bauen das dann zusammen.
Man kann auch mehr machen und sowohl nach Seite als auch nach unten, also Downwards-Varianten sind verfügbar. Die Downward-Variante. Ja, dann machen wir mal das nächste, ne? So, was haben wir denn hier? Das müssen drei werden, okay. Ja, das hier sind Erklärungsplattformen. Und guck mal, hier ist ja ein Typ. Jawohl, guck mal, das läuft. Es klingt irgendwie so, als würden die alle hier rummotzen die ganze Zeit. Zack, zack. Und fertig. Das war Just Right. Das war interesting. Und ich hatte auch Spaß. Ja, das ist doch sehr cool. Machen wir jetzt mal die Training Nummer 4. So, was muss ich denn hier machen? Ich muss die aufeinander pappen. Okay, ich würde jetzt pauschal sagen, wir machen da eine Plattform hin. Dann werden die hier drunter gedroppt. Machen wir mal hier auch noch eine hin. Machen wir das mal so. Und dann überlegen, das ist hier. Ja. So. Und dann so. Mehr würde ich, glaube ich, gar nicht machen. So. Pupp. Genau. Läuft. Das sieht auch echt cool aus. Ding, ding, ding. Jawohl. Just right. Und yes. Und das Coole ist halt hier diese Cycle Scores, diese Scores, diese Leisten, die man hier sieht, das ist der Durchschnitt der ganzen Spieler. Von allen. Das heißt, ich bin hier an einem ganz guten Punkt. Muss ich sagen. Und hier eigentlich auch. Das ist nicht schlecht. Also zumindest im Durchschnitt. Es gibt immer Leute, die ein bisschen besser sind hier. Was auch die Zyklen angeht und so. Und naja. Gucken wir mal. Was haben wir denn hier? Routine Nummer 5. Okay. Wir haben hier... Da ist ein Output und da ist ein Output. Wie machen wir das denn? Also der hier ist ja der da wirklich dran geht. Und der hier, der kommt von hier. Ich würde sagen, der muss da so warten. So rum. Und hier auch so rum. So. Jetzt brauchen wir hier welche von. Und dann würde ich sagen, brauchen wir die hier. Und zwar drei Stück. So.
Und das sieht irgendwie, glaube ich, schon richtig aus. Kommen da jetzt an. Zack, zack. Nee. Das funktioniert also schon mal nicht. Die hier anscheinend zu schnell da ankommen. Vielleicht machen wir das hier so, dass wir zwei Processing Areas haben. Machen wir das mal. Dass hier vorne die zusammengebaut werden. So. Und der vor allen Dingen dann auch in die Richtung schiebt. Und das Ganze auf dieser Basis. Das würde jetzt erstmal bedeuten, genau, die werden zusammengespleist, so, zack, und gehen dann weiter. Genau, das will ich haben. So, und dann liegen die nämlich hier. Den brauchen wir, glaube ich, gar nicht. Und dann müssen wir nämlich hier einfach solche dran. Und dann gucken wir mal. Nein, das wird nichts. Dann würde ich sagen, verlegen wir das noch einen weiter nach vorne. Und zwar verlegen wir das dann dahin. Dass das hier auf jeden Fall raus kann. Dass das hier dann der Fall ist. Dann haben wir hier einmal spleißen und hier einmal spleißen. Oder schweißen, könnte man sagen. Und zwar so. Jetzt gucken wir mal, was dabei denn rauskommt. So, die bauen sich zusammen. Dann schieben wir es dahin. Sieht richtig aus. Sehr schön. Das finde ich gut. Das sieht sogar, das sieht richtig gut aus. Finde ich, sieht auch echt cool aus, diese Factory da. Alles gut. Ja. Interessant auf jeden Fall. So. Performance Review. Also. Ja. Ja. Was ist das? Kangaroo Kickers 09. If you had fun, you won. Ja. Toll. Da fällt schon das Essen runter. Gut, wir haben aber auch ein bisschen wieder, glaube ich, Fettes gekriegt. Naja, ich denke, das war es erstmal für die erste Folge von InfiniFactory. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir den Daumen nach oben. Und wenn ihr noch mehr sehen wollt, dann abonniert auch gerne. Und ich sage einfach mal wieder bis dahin. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer K7.